EMDR bedeutet im Prinzip Desensibilisierung und Verarbeitung von seelischen Störungen durch Augenbewegungen. EMDR ist eine Traumaarbeit. Es geht darum, dass eine Belastung zu hoch ist für den Menschen und er deswegen nicht mehr so handlungsfähig ist. Seelisch traumatisierende Erlebnisse können in bestimmten Hirnarealen abgespeichert werden und zu entsprechenden Funktionsstörungen führen. Anfang der 1980er Jahre entdeckte die Psychologin Francine Shapiro den entlastenden Effekt von Augenbewegungen. Indem die Augen des Patienten den Fingern des Therapeuten folgen, können die vorher angesprochenen Themen entlastet werden. Deswegen setze ich EMDR ein bei Belastungen, bei Schreck, daraus resultierender Sprachlosigkeit, bei Prüfungsängsten oder bei Ängsten, zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen, die einen hohen Stressfaktor beinhalten, aber auch bei körperlicher Belastung oder Schmerz. Sehr wahrscheinlich bewirkt EMDR eine Synchronisation der beiden Gehirnhälften und begünstigt dadurch eine Auflösung der Einschränkungen. Der Patient erlebt relativ schnell eine körperliche Beruhigung, aus dem Schreck hin zur Beruhigung. Und dann, mit jedem Baustein, den man zieht, kommt er näher an eine Lösung, die in ihm schlummert. Also aus meiner Erfahrung ist es so, dass eine bis maximal drei Sitzungen für ein Thema reichen. Zumeist reicht tatsächlich eine, weil am Ende der Sitzung wird ein Anker gesetzt, also etwas mit nach Hause gegeben, ein Zielsatz oder ein Satz, der beinhaltet, was man in der ganzen Zeit gemacht hat. Und die Schlafphase, die REM-Phase, die Augenmitbewegungsphase im Schlaf, verfestigt diesen Satz, sodass der Patient eigentlich die zweite EMDR-Sitzung über den Nachtschlaf erfährt. Und deswegen ist zumeist eine Sitzung ausreichend. Die Vorteile von EMDR sind ganz klar, dass es eine effektive Methode ist, starre Sprachlosigkeit und Schreck ganz schnell runterzuziehen, den Patienten in eine Beruhigung zu begleiten und von dort aus dann den nächsten Schritt gehen zu können. EMDR wurde 2006 vom Deutschen Wissenschaftlichen Beirat für Psychotherapie und 2013 von der WHO als eine wirksame Methode zur Behandlung von psychotherapeutischen Belastungsstörungen anerkannt. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen den Einsatz von EMDR vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.